Alter, was war das denn? War das Sir Barrington? Ja, oder Himbeer. Ach, guck mal, jetzt haben wir. Da hinten hängt doch der goldene Der goldene Bib, da muss er wohl hin. Bib. Ich habe überhaupt keinen Bock, darunter zu springen. Kannst du denn Aber man muss auch irgendwie noch darüber kommen. auf die andere Seite kommen, ja? Ich gucke mich erstmal um. Unten läuft ja so ein wildgeborenes Bärchen lang. Ich glaube, der Sprung ist ein bisschen weit, aber wir haben jetzt die Tür aufgemacht und für irgendwas muss das ja auch gut sein. Und wir sind ja durch einen Tunnel getaucht, um hier hinzukommen. Vielleicht gibt es noch einen anderen Tunnel. Vielleicht kommt man damit auch auf die andere Seite. Wir sind ja auch getaucht, ne? Ja. Gibt es ja auch noch einen anderen Weg. Oder ist nur Ja. der Weg zurück? Das kannst du halt tatsächlich auch Also, haben. das ist, glaube ich, zu weit, um das zu springen. Oh. Ja, das ist Barrington, vielleicht kannst du ihn killen. Oh, er hat auf jeden Fall wieder einiges eingesteckt, aber Ah, gefühlt sieht er nicht mehr aus als im da. Hauptspiel, oder? Da hinten, wo Barrington lang gegangen ist, da kann ich bestimmt hoch. Guck mal, der ist da hinten rechts ja Kommt, er kommt, verschwunden. er kommt. Oh, da läuft er wieder. Und da ist er wieder. Oh, Lara hat ganz ah. kurz gezuckt. Er hat die Kurve nicht geschafft. Ja, ich glaube, du musst dich ihm stellen. Ich fürchte auch, aber ich. Ja, oh. Ja, da hat er wieder einen mitgenommen. So, ich gehe einfach an Land. Wie Wenn schnell du. ist der Bär so? Auf der anderen Seite, Wasserseite vielleicht lieber, Da ne? ist Ah, ne, er. der ist Bär. Bärli gerade. Kämmt Bärli jetzt das Ufer ab? Mutig. Das Zumutig. tat einfach nur weh. Das tat dieser Bär macht betroffen. Also du musst ihn, glaube ich, austricksen. Ich werde ihn einfach outdribbeln. Guck mal, ich gehe hier an Land. Ja. Du hast ihn ausgedribbelt. Er ist also Eiskalt. er so Dich wieder öffnen. die Natur schlägt zurück. Aber Nee, ich Grafik umschalten. Ah. Dann lacht er anders. Ja, ich würde sagen, ich drücke den Schalter oben einfach nochmal. Zum Glück. Ja. Aber das sind so Erfahrungswerte, die man ja dann auch schnell lernt. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ein Erfahrungswert, der nicht. Ach, guck mal, da kann ich den Götzen einsetzen da unten. Gar nicht gesehen. Das, ja. Und, aber wir müssen noch auf die andere Seite. So. Ich habe Angst vor Wir müssen Sober. auch den Bären loswerden, da bin ich mir auch Da ziemlich habe ich mir sicher. auch ziemlich sicher. Der will nicht. Ja, der ist nicht so ganz doof. Du musst ihn über die Länge des Wasserbeckens irgendwie austricksen. Das ist mit der Kamera natürlich so eine Sache für sich. Da ist er. Ja, Ah. ich. Er wird gleich wiederkommen. Ja, die Frage ist, wie lange wollen wir auf Himbeer warten? Auf Berlusconi. Schwarzbärack. Ja. Das ist ein Hä? Braunbär, ne? Ja, der sah nach einem Brownbär aus. Ein klassischer peruanischer Brownbär. Also ich. Braunbär. Ich Ja, mag ja auch ganz gerne Brownies. ja. Ja. So. So, jetzt guckt ihr erstmal um, wo er gerade ist. Sieht gut aus. Er ist nirgendwo zu sehen. Ich weiß nicht. Jetzt gehen wir da raus. Und feuern los, und sonst springen wir wieder ins Wasser. Wie ist der da Ist hochgekommen? gestorben. Alter, was ist mit ihm denn? Wie schnell lieber Fuhr, du hättest da oben Camper gespielt. Das Nee, aber war ich war ja auf der knapp. anderen Seite. Da ist er wieder. Das ist schlecht, der Gang ist fies. Ich Gib habe mir ihn Quantum. out. Jetzt habe ich ihn outdribbelt. Da wusste er nicht Bescheid. Ja. Meister Petz, so nehme ich nicht, mein Freund. Ja, Okay, guck mal Ruhe, da. Frieden, Ach so, Speichern. ja. So. Mehr, jetzt wäre es geil, wenn er mehr als ein Bär. So, es fehlt noch ein Item, ein Secret. Wir wissen ja noch nicht, ob das zusammengerechnet wird oder nicht. Richtig, Das richtig. werden wir aber erfahren, denn also hier werden wir das eine und oder das andere ja bestimmt noch finden. Also auch niedrige Decke hier, du. Ja, die Inka waren halt nicht so groß. Ja. Ja. Aber ich finde, die Größenproportionen sind so und so manchmal in diesem Spiel wirken die so eigenartig. Du meinst Also hier? Lara im Vergehen. Das ist ja wie in der Tiefgarage. Ja, aber warte mal. Jetzt nur mal so, hier geht's ja weiter. Hier war schon der Secret Ja. Sound. Krass. Erstmal mich umgucken. Nicht Gilt das das. schon als gefundenes Secret? Guter Call. Ja. Und dann ist Ja. das da unten das Item. Ja, see. Asio Seyomata. Man das gewusst hätte man den Part ja auch noch ein bisschen länger machen können, den anderen. Naja.
Sag ich jetzt einfach eine Pfeilfalle oder so? Ich will nichts hören. Dann müssen wir Patsy nochmal platt machen. Nee, du hast doch nach Patsy gespeichert. Habe ich nicht. Doch. Ach so, habe ich doch. So, wie kommen wir hier, wo kommen wir hier wieder raus? Und das ist dann auch im Original, einfach um nicht so geil zu sehen. Ja. Hm, ja. Ja. Hier. Das ist viel besser zu sehen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Guck mal, wer hat drei Zähne und große Ohren und Augen? Tja. Verstehe ich nicht überall lustig, dass es kulturelle Darstellungen sind, das hier. Ja, die sind aber inappropriate. Guck mal, hier ist ja noch ein Schalter. So, wir haben ja alles gefunden. Hier kann ja jetzt nichts mehr kommen. Nicht euer Ernst. Also stell mir vor, der Bär hätte das noch gedrückt. Ja. Was ein Pro, Mann. Ja, das war. So, damit du theoretisch, wenn du was vergessen hast, leichter zurückkommst. Ja, voll lieb vom Spiel, ne? Es denkt halt schon mit. So, kann ja, ich... dann gehen wir jetzt noch zum goldenen Bip. Aber vielleicht, falls du den Sprung nicht schaffen solltest. Habe ich geschafft. Sehr gut. So tauche er auf. Ja. Ja, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Wir haben alles und da ist der goldene Bip. Und ich setze den goldenen Bip mal hier ein und guck, wo wir dann, wo uns das hinbringt, ne? Ja. Goldener Bip einsetzen. Oh, der wird sogar. Nee, der wird auch nicht eingesetzt. Doch, der ist er. Ach, da geht einfach die. Da geht einfach die goldene Bip-Tür auf. Guck dir das an. Ja, da ist doch jetzt das Bip Island. Ja, und da haben wir Wilka Bamba in geschmeidigen 47 Minuten geschafft. Locker runtergespielt. Wir haben ungefähr wieder. Die Trefferquote hältst du auch zielsicher bei 50%. Ja, manchmal ist es rigged, ey. Also 3,32, ich hätte gerne 3,33, hey. Aber keine Medipacks benutzt. Ja, dein Läuferschnitt ist aber auch schlechter geworden. Ich muss echt sagen, aber wir mussten auch schon ein bisschen mehr rätseln. So, und jetzt sind wir. Zum Glück haben wir in Wilka Bamba noch 29 Tiere. Hatten. Hatten. Wir haben auch wieder alles. So, warte mal. Ich wollte doch mal nachgucken, was wir hier eigentlich alles sammeln müssen. Guck mal. 5 Geheimnisse, 16 Fundstücke, viele Kills, dass sie das auch immer noch alles tracken. Im verlorenen Tal treffen wir auch einen ikonischen Gegner wieder. Das heißt nicht umsonst, wahrscheinlich im Englischen Lost Valley. Ja. Da treffen wir, glaube ich, nämlich den T-Rex wieder. Der zählt trotzdem nur als einer, wird Gimli dann sagen. Möglich ist das. Sorry, wenn jetzt hier so keine Spoiler und so, aber es ist ja eigentlich, bis hier ist es noch nicht so richtig blind bei mir. Wir machen erstmal. Ich bereite mich gerade darauf vor, in dieses neue Level zu gehen. Ja, ist alles gut. Oh ja. Schön. Ich freue mich. Die haben das ja wirklich vor kurzem nochmal, nicht mal als Speedrun, als Walkthrough in Teilen gesehen. Ja, ja, stimmt. Oh, das nee. Ist schon schön. Hier müssen wir so häufig, hier muss ich so häufig laden. Ich sehe doch schon wieder hier, Schipper den Fluss entlang. So, würdest du sagen, wir sollten erstmal links starten, ja, ne? Ja. Ja, würde ich sagen. Wenn es da viel zu holen gibt, ja. Ich weiß es nicht. Ich dachte nur hier, der Fluss. Ach, guck mal, hier kann man nämlich dann den Fluss so links, rechts, geradeaus erspringen und erklimmen. Hat der ja auch Strömung? Nee, der nicht. So. Also sie hat zwar keine dreieckigen Brüste, aber einen Atombusen hat sie hier ja immer noch. Ja. Oh nee. Oh nein. Oh, das ist, glaube ich, doch Strömung. Oh, ja, achso. Anfang. Nee, ich falle hier einfach ins. Hin. Frag mich nicht. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Wir laden, glaube ich, nochmal. Ich glaube, ich komme da sonst nie wieder hin, oder? Schwer zu sagen. Vor allen Dingen, sind die schon tot? Oder schlafen die nur? Die sehen sehr schlafend aus. Ich versuche gerade die Karte zu verstehen. Ja, das wird spannend. Ja, ich lade einfach mal. Das sollte ja nicht so sein. Da muss man denn aufpassen. So, erstmal laden. Das verlorene Tal. Plopp, da sind wir wieder da oben. Sehr gut. Bip mit seiner Panzersteuerung ist hier am Stizzle-Manizzle.
Das wollten wir doch auch. Das wollten wir doch auch. So, jetzt pass auf, wie viel schneller und selbstbewusster ich einfach bin. Ach, wow. Und jeden Sprung speichert er. Sehr gut. So achte er gleich auf die Kante. So achte er auf die Kante. So. Ui. Easy, wie er das wieder gemacht hat. Da muss man dann früher abspringen, sonst... Ja, der ist jetzt gemein gleich. Ja, da darf man nicht mit Anlauf springen. Ein echter Speichersprung. Wenn man da gegen die Decke springt, ist die Frage, ob ich nicht einfach darüber springe. Da ist keine Decke. So, ein echter Speichersprung. Ich hab dich verstanden, Bob. Outplayed. Sehr gut. Ich sag's, wie es ist. Ich hätte nicht speichern müssen. Tatsächlich, sehr gut. Nein, ist ja in Ordnung. Ja. Guck mal, ich... Das ist so, hier. To the left, to the right. Das freut man sich doch aber auch bei so Spielen wie Desperados, wenn man quasi immer auch mal umsonst speichert. Ja. Dann hat man es ja alles richtig gemacht. Richtig. Ich bin Lara. Ich kann 15 Meter weit springen. Aber im Tal bin ich verloren. So, jetzt gehe ich da wieder ran. Dann springe ich diesmal von hier, damit sie nicht zu weit springt. Ja. Ja. Sehr gut. So, jetzt rutsche ich da nicht runter. Digga, sheesh. Da sind die Zahnräder, an die kann ich mich noch erinnern. Da muss man nachher... Zeig nochmal. Da musst du an diesen Mechanismus musst du nachher ganz viele Zahnräder einsetzen. Ah, okay. Das heißt aber, dann musst du doch wieder hierher kommen. Stimmt. Weißt du was? Hier waren lange keine Gegner. Das ist richtig. Ich freue mich auch noch auf den Supertypen, der dich irgendwann immer begleitet, mitten im Level. Da bin ich wieder. Ja, der ist auch ätzend, ja. Hier kommen wir mal vorbei. Will eine Portion. Hä, wo bin ich? Die Kamera wird schon helfen. Wir sind bei den Zahnrädern, wusste ich. Ja, wir sind bei den Zahnrädern. So, dann würde ich gerne doch mal mich umgucken. Hier sehe ich nichts. So, das ist der Mecha. Da unten ist die Schrotflinte. Da, siehst du die? Ja. Kann ja, ich da. Beim Abenteurer. Kann ich da nicht einfach mich runterrutschen lassen und dann schräg rüberspringen? Ja, ich denke schon. Und hier, sie kann sich, glaube ich, doch, hier geht das, hier müsste das auch gehen. Ich glaube, hier kann man auch sich an der Wand sozusagen lang hangeln, ja, da drunter. So aus. Aber erst die Schrotflinte, oder? Gut, aber die Frage ist ja, wo kommst du wieder zurück? Kommst du bei der Schrotflinte auch wieder zurück? Naja, ich muss ja nach hier auf jeden Fall wieder kommen können. Guck mal, den Hebel, den kann ich jetzt zwar drücken, aber dann... Passiert da nix. Die alten dummen... Also jetzt wäre es natürlich schön, hätte sie einfach ein paar zusätzliche Bonuszahnräder am Start. Und mal mitgenommen mal eben. Weißt du, was in wir ihrem machen? Großen Rucksack. Wir machen erstmal einen Speicherspann. Wir speichern erstmal. Man wird ja vorsichtiger im verlorenen Tal. Dann gucken wir uns mal um. Ja, das... Man würde ja sagen, was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen, eben. Und ich glaube, die Schrotflinte zu finden, bevor man sie tatsächlich benötigt, muss ich hier springen, rutschig? Nee. Ja, du kannst anscheinend da wieder hoch, hoffentlich. Das wäre cool. Ja, kann ich. Damit wir noch in der anderen Richtung weitergucken können. Ja. Huch. Ich bin mega vorsichtig gerade. Ich habe Angst. Nee, alles gut. Den T-Rex habe ich seinerzeit auch nur so gecheased besiegt. Ich bin in irgendeine Höhle reingegangen. Und da kam der nicht rein. Und dann konnte ich ihn halt einfach abknallen. Ja, aber guck mal, da springe ich jetzt einfach rüber. Ja, das soll schon schief gehen. Aha. So, tödlich sehr und geladen. Gut. Finde die Schrotflinte, bevor du irgendein Zahnrad einsammelst. War sogar ein lächerlicher Erfolg. Ja, natürlich. Sollen wir jetzt erst zurückgehen? Ja, ne? Ja.
Hier ist die Frage, ob du da weiter campst, aber ja, vielleicht. Ja, hier komme ich weiter, aber ich meine, guck mal. Nur, also da unten könnte ich in irgendein Loch reinfallen. Vielleicht ist das auch immer der Weg zurück zu den Zahnrädern. Naja, der, also hier kann man ja eine Tür aufmachen und da muss man, also ich glaube, du kommst hier erst weiter, das sieht ja nach einem Schleusentor aus da. Ach weißt so, du, ja. Wo Witzliputzli drauf ist und so, die, Das könnte der Mechanismus sein, den du bedienen sollst. Ja. Das heißt, der Wasserstand reicht noch nicht aus, der wird sich dann ja verändern. Ja, genau, und dann geht's ja wahrscheinlich auch erst weiter. Okay. Und dann soll man wahrscheinlich die Schrotflinte sehen und sagen, oh cool, die nehme ich jetzt mit. Dann machen wir jetzt noch eine Kantenkletterei. Ja. So, erstmal machen wir eine Specherei. Specherei, eine Speierei. Ja. Guck, kannst du es hier sehen? Ja, da, unter dem letzten leeren Slot unten kannst du das sehen, bei Number of Passport, da steht ein bisschen was und da siehst du drei, ja. die vier ist verdeckt und das ist 1, 2, 3, 4. Ja, könnte 3, 4, 5, 6 sein. Vor allem, was ich auch richtig geil fand, dass sie ihren Passport auch schon in ihrem Lara Croft Erforschungs-Dschungel-Outfit gemacht hat, mit Rucksack auf. Ja. So. Ich muss aber sagen, ich komme mit der Steuerung immer besser zurecht. So Fails kommen eigentlich so gut wie gar nicht. Jedes Mal, wenn du das sagst. Kommen eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor. Da geht's ja schon wieder los. Guck mal, und hier habe ich doch, das habe ich doch gerochen, dass es geht. Das ist auch revolutionär. Aber wenn man von dem Trick des Rückwärtsspringen Festhaltens nicht weiß, dann ist es ja schwer. Was muss ich denn jetzt hier machen? Also ich. Klettern. Nee, so hier ist Ende. Also ich fall jetzt, ich kann mich hier runterfallen lassen und muss dann rückwärts springen, glaube ich. Rückwärts? Ja, ich muss dann rückwärts irgendwo drauf springen. Ich kann mich ja nicht umdrehen. Wir hätten uns mal umsehen sollen, ja. Kann ich das noch? Ja, that ass. Aber es ja, hilft. Das ist eine gute Kamera. Big Booty. Ja, hilft fast. Also ich glaube, man muss jetzt... Warte, wir machen es einfach mal. Oh, ich kann hier stehen. Stehen. Ja, cool. Dann würde ich erstmal weitergehen in die Ecke. Ich bewege mich erstmal gar nicht, solange ich hier sicher stehe. Oder, Das sind halt ihre Klebeboots, siehst du das? Ja. Ja, erstmal umschauen. Ja, das. Da ist nämlich nichts. Da ist nichts. Da ist. Aber da ist in der Ecke noch was. Ja, ich könnte es mir vorstellen. Also ich gehe jetzt hier nur lang, weil. Hier ist ein Secret. Geil. Ein bisschen durch Neste Munition, aber wir nehmen sie natürlich trotzdem. Oder ist ein großes Medpack? Die Verbände kann man noch gebrauchen. Das ist ein großes Medpack. Kühlen automatisch. So, ich glaube, das war's denn hier aber. Wir haben uns gründlich umgesehen. Wir haben die Schrotflinte eingesackt. Das ist auch cool. Die hat sie auch gleich... warte mal, wie wechsle ich denn nochmal die Waffen? Das war... Irgendwann war das mit dem Mausrad, aber ich... Oder war das... Ja, man muss die 2 drücken. Dann... Ich habe 4 Schuss. Und hier habe ich unendlich Schuss. Okay, die sind auf den Zahlen. Wusste ich natürlich. So, jetzt ist die Frage. Hier hoch komme ich jetzt ja nicht mehr. Jetzt, glaube ich, muss ich dann ja ins Wasser. Geht ja nicht anders. Durchschwimmen. Ja, hilft wohl nix. Ja. 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 Kann ja nochmal ausschalten nach Tunneln und so, aber es sah erstmal nicht so aus, ne? Vor allen Dingen, sie kann auch... Geh mal hier an Land. Ja, wenn ich drück, schaffst. Ich drück's die ganze Zeit. Will sie nicht. Darf sie nicht. Vielleicht kannst du da auch wieder hochklettern, theoretisch. Ja, ja, wahrscheinlich wird das gehen. Ich muss ja zu den Zahnrädern irgendwie zurückkommen. Das es muss ja funktionieren. Es muss ja gehen. Er ist in dir drin. Jetzt ist er tot. Okay, ja, guck mal, da kann man noch wahrscheinlich hochklettern. So, jetzt endlich bin ich hier beim geheime Höhle... am Wasserfall. Dann wollen wir gleich mal gucken, ob wir hier hoch können. Ach so, guck mal, hier geht's dann wahrscheinlich. Das ist ja ein einfacher Rückweg. Das ja, ist vielleicht. Der ist ja sogar ohne Klettern. Ja. Tatsache, ich bin einfach wieder beim Start, oder? Ja, genau, das ist der Weg zum Start. Aber ich glaube, den brauchen wir jetzt gar nicht. Ich gucke mich trotzdem halt aufmerksam um. Okay. Gut, dann geht's da vorne weiter. In diese Höhle da, wo es so hell ist. In die Wolfshöhle.
Ja, da waren wir ja schon drin. Aber wir können auf der anderen Seite noch mal gucken, ob es da noch irgendwo hingeht. Da noch irgendwas ist. Und ob es noch hinter dem. Nee, hinter dem Wasserfall gibt es nicht mehr. Und da drüben gibt es, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Naja, nichts, das ich sehen würde. Nichts, was die Kanten hergeben würden. Nee, die Kanten geben leider gar nichts her. Die Kanten nehmen und die Kanten geben, oder wie war's? Ja. Och, Lara. Ich geh doch noch mal Geh tauchen. nochmal tauchen, mach dich nochmal nass. Pass auf. Ist das der Trick? Ihr habt nix. Komm hierher. Nö. So, mal wieder ein paar Wölfe umgebracht. Bin ehrlich, ich habe Mal Angst. so einen Wolf mitnehmen wäre ja auch mal schön. Könnt zum Baiten, ne? Ja. Oh, ich glaube, wir sind gleich da. Ich glaube auch. Hörst du nämlich die, was mit der Musik los ist? Sie ist sehr zurückhaltend schon. Aber warte mal, können wir nicht hier? Können wir doch noch oben hoch, oder? Das rechnet sich nicht. Aha. Doch, kann sich immer rechnen. Guck mal, unten geht's weiter, oben geht's weiter. Ja. Gucken, wie weit es denn wirklich weitergeht. Hier ist ein Skelett, das ist schon mal gut. Wo ein Skelett ist, Ja, sind das ist auch immer Items. Loot. Loot ist gut. Gib her den Loot. Da geht's wirklich weiter. Scheiße. Wir nehmen erstmal den anderen. Okay. Man findet doch hier nicht umsonst jetzt Schrotflintenmuni. Oh, ein bitterer Sprung hier von der oberen Etage her. Das ist auch schon echt schon ein bisschen bitter. Ich würde meine Waffen ziehen. Ach komm! Na gut, ich glaube, wir sehen uns gleich wieder hier, weil ich weiß nicht, wo der letzte Speicherpunkt war, Bob. Du? Ah, schwierig. Ich weiß es auch nicht. Wir Ich werden es gleich habe. sehen. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich da Alles hinten das klar. eingesammelt habe. Alter Scheiße, Mann. Kurzer Cut. Hey Bob, weißt du, was der Vorteil ist, wenn man, wenn man alles nochmal machen muss? Nein. Ich weiß es auch nicht, aber Man wir haben auf ist jeden insgesamt Fall. vital. Wir sind erstaunlich vital. So, das ist der beliebte Trick. Einfach immer Rückwärtssaltos machen und springen, wie es geht. Aber guck mal, hier geht's doch weiter, oder nicht? Ja, ich habe Oh. da ein ganz doofes Gefühl. Es geht nicht weiter. Es geht gar nicht weiter. Damn it. Also der Part ist auf jeden Fall vorbei. Ich gehe jetzt da hoch und dann starten wir den nächsten Part einfach da oben, wo wir das Item eingesammelt Dann hoffe haben. ich mal, dass du die rutschig schräge hochkommst. Aber mit dem beherzten Sprung. Rückwärtssalto regelt. Guck mal, oder Vorwärts hier. Sprung. Vorwärts immer. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das ist kein Motto von Lara. Ah, ich habe so viel Kapazität über. Ja, natürlich. Natürlich. Ah, das dauert ewig. Okay, hoch da mit dir. Genau, und dann können wir da oben den Part, den nächsten, wieder anfangen lassen. Und ich glaube, das ist dann noch ganz gut. Dann haben wir doch hier Ja. schön was. Vielleicht hängen sie nochmal an die Kante, damit wir einen besseren Cliffhanger haben. Das ist auch ein ganz toller Film übrigens. Cliffhanger oder Mit nur. Sylvester Stallone. Cool. Ja, dann wir können uns ja das nächste Mal über Lara Croft Filme über unterhalten. Tomb Raider Filme. Gibt es Ja. ja auch jede Menge. Drei Stück, glaube ich, Ja, mittlerweile. Und es immerhin. soll bald eine Netflix-Serie geben. Aber das sehen wir erst beim nächsten Mal. Haust Ja. rein. Ja, hau die alle rein. Mach's gut, schwing den Dann Hut. bis zum nächsten Jo, Mal. bis dann. Ciao.